Frage, was sind überhaupt die Franzosenhiebe? Ich glaube, die meisten wissen schon, es gibt nämlich F-Hiebe und E-Hiebe. Und weil Franzosenhiebe damals sogar schon so hießen, auf Französisch hießen die Coupe supplémentaire, also ich habe die mal Coupe F genannt mit meinen französischen Freunden, die Coupe F, die Schläge F und das E, aber wo einst Exploitation gesagt wurde, stimmt aber nicht ganz. Es waren Exporthiebe, deshalb E, auch mit England was zu tun. Und in diese Hiebe hinein wurden Holzmassen geliefert, die gefordert wurden, die auf Befehl in Frankreich, die 4,5 Millionen, glaube ich, waren, ich glaube, da war die Zahl noch, geliefert werden mussten und aber auch bezahlt wurden. Also, dass es nur weggenommen wurde, ohne Bezahlung stimmt nicht. Die haben die Hiebe verkauft, allerdings für den Preis, der vom Sieger, vom Käufer bestimmt wurde. Und mit Methoden, jetzt kommen wir eigentlich an den Punkt, weshalb diese F-Hiebe überhaupt so im kollektiven Gedächtnis lange, lange da waren, bis man sie nicht mehr gesehen hat, sozusagen, dass das eben raue, raue Methoden waren. Und das war jetzt ein typischer, das war ein großer F-Hieb. Sieht, wie gesagt, ganz wenig Bilder. Und das Bild stammt von Hermann Sattler, dem Vater von meinem verehrten Vorgänger Gerd Sattler, der leider Anfang März dieses Jahres gestorben ist, den ich eigentlich einen Ehrenplatz hier in dieser Versammlung, in diesen Vortrag einbauen wollte, weil er wirklich Zeitzeuge war, sein Bruder sogar bei dem Einhieb, den ich nachher kurz vorstellen will, sogar fest mit dabei war, die Linien für die Franzosen gezogen hatte, da er gut Französisch sprechen konnte, mit denen parlieren konnte. Insofern hätten wir einen Zeitzeugen noch gehabt, der besser als ich jetzt hier was zu sagen könnte. Die Dias habe ich tatsächlich von Gerd Sattler geerbt mittlerweile, liegen bei mir, sollen aber tatsächlich in irgendeiner Form aufgehoben werden. Und das ist in der Spende bei Lenzkirch, wo es hochgeht, Richtung Fischbach. Ich möchte jetzt die Gäste aus Donaueschingen ein bisschen entschuldigen, dass jetzt keine Bilder aus Föhrenbach kommen oder aus vom Schellenberg, der gerade hinter der Sonnheide-Klinik oben dasteht. Da haben wir schon mal eine Exkursion hingeführt, haben das auch erläutert. Oder nach Furtwangen, überall, wo größere Besitzer von Staatswald und Kommunalwald waren. Fehlen ganz stark. Und der Fürst, und kommen wir nachher drauf noch, gesagt, kommen da keine Beispiele, aber Schwenningen nicht. Ich habe gar nicht so viel Wald gehabt, aber trotzdem hat man sie geplündert, gezaust. Und das heißt also, wir beschränken uns jetzt sehr stark auf den Hochschwarzwald, sprich Neustadt und seine Umgebung. Diese Hiebe wurden dann meist durch hier in der Gegend von französischen Exploitanten gemacht. Die kamen ihren eigenen Mannschaften. Das Holz wurde wie in Frankreich auf dem Stock verkauft. Das heißt, da wurde vorher geschätzt, wie die Masse drauf ist, auch gemessen, wie viele Bäume draufstehen. Dann wurden 3, 4 Holzkäufer gefragt, was zahlt ihr dafür? Und die haben dann natürlich Deutschen das Geld gegeben. Die haben das dann der französischen Forstverwaltung, da gab es eine Verwaltung, die Eaux et Forêts Administration, da gab es Förster, die hier waren, die im Grund die Chefs hier waren. Und die deutschen Förster, die wenige es überhaupt gab, das waren oft Pensionäre, hier war es der Herr Fahrt, Julius Fahrt, der reaktiviert wurde, seine Ruhestand unterbrechen durfte, musste, sollte als Beamter, tatsächlich dann bis 48 den Dienst geschoben hat, bis dann ein Herr Kerlmach kam, der später Waldkirchforstanwärter wurde, also wenig Personal, mit wenig Revierförstern auch draußen, und euch brauchen wir doch gar nicht so sehr, ihr seid Handlanger von den Franzosen, die euch sagen, wo was zu tun habt. Und die Bevölkerung, die Brennholz ja auch dringend brauchte, hat oft geklagt, nicht so arg laut, weil man musste immer aufpassen, wem man was klagt, bei wem man sich beschweren kann, dass kein Brennholz gab. Und tatsächlich die Organisation auch in Neustadt gar nicht so einfach war. Also hier die Schwende mit dem Hieb, sauber gefällt alles, und das ist der berühmte Großkahlschlag. Und wie sich die entwickelt haben, diese Großkahlschläge, die haben nicht mit einem halben Hektar angefangen. Heute ist Kahlschlag, Gebot, Verbot, 03, 05 kommt die Grenze, wo wir forstlich, bürokratisch die Pranke draufgelegt haben, ich jetzt nicht mehr, aber meine Nachfolger, hey, du darfst nicht, du sollst nicht, wenn es der Sturm macht, okay, aber wenn ich es mache, geht nicht. Und damals 5 Hektar, 10 Hektar, 20 Hektar, riesige Flächen mit dem Impact oder der Folge, dass tatsächlich am Hang Erosionsfolgen sein konnten. Wer heute durch Falkau fährt, sieht eigentlich solche Bilder von Natur ein bisschen gemacht an dem Nordhang, der von Reitbuch runterkommt. Das sind Bilder, die sehen ähnlich aus, aber nicht nur der Mensch kann das machen, macht die Natur auch. So, und da haben wir jetzt damals vor 50 Jahren bereits, 98 war es konkret gesagt, eine kleine Ausstellung gemacht. Die hieß dann 50 Jahre Waldaufbau im Staatswald Hinterzarten.
Und von der möchte ich sagen, ja, von dem Punkt aus, 50 Jahre Rückblick, der mir sehr am Herzen lag, ich war der Forstamtsleiter der TDC in Neustadt, mit viel Gemeindewald, der ja auch irgendwo sich selbst verwaltet, der Gutmann ist selber, Herr Gutjahr selber auch der Mann, der eigentlich das tut, was operatives Geschäft ist, aber das Forstamt kümmert sich halt um die große Linie. Und im Staatswald, Hinterzarten, Altersbach hinten, ist eben meine Zuständigkeit gewesen, wo ich sozusagen direkt durchregieren hätte können, aber es ist eine Teamarbeit selbstverständlich, wo der Revierförster Gelle saß und der dann mit den ganzen Leuten, die noch zum Teil aus der Franzosenhieb da waren, die Alten oder die Kinder von denen, es waren oft Familiengeschichten, die dahinter steckten, da waren. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht nur als Wissenschaftlicher und als, ja, just for fun so ungefähr, weil ich nichts Besseres zu tun habe, als Ausstellung mit der Sparkasse und im Kurhaus Hinterzarten zu machen, sondern wir haben gesagt, wir wollen das zelebrieren, in der Form, dass ein ehemaligen Treffen geht. Und wer damals dabei war in den schweren Zeiten von 45 bis 51 mal grob, der darf, soll kommen, haben aus den Listen ausfindig gemacht, das waren etwa 120 Personen, die noch leben sollten und konnten. Es kamen Namen auf, die irgendwo längst weg waren, die nicht mehr da waren. Es ist gelungen, dieses Fest mit etwa 60 Leuten, Fest ist falsch gesagt, aber dieses Wiedersehen zu feiern. Und da haben wir eben uns zusammengesetzt. Das Bild hier kommt ja nochmal von der Ferne da oben, dass wir hier diese Dame, die da auch mal kommt, kurz erklärt haben und 50 Jahre lang geschaut haben, was da so eigentlich abging in der Zeit und uns gewundert haben, dass es überhaupt geklappt hat. Und dass der Wald, den man damals glaubte, der so kurz vorm Abnippeln für immer wäre und der Schwarzwald wird nie mehr grün und sowas, dass das ein Irrglauben war. Ob der Schwarzwald jetzt gesund ist oder toll, ist eine andere Frage. Und dann kommt zusätzlich jetzt zu diesen Franzosen, Hieben oder Exporthieben, das wäre jetzt einer, der ist jetzt sehr klein zu sehen, kommt da, nee, der kommt nicht nochmal, ich will nicht ins Detail darum gehen, aber das ist der Rhein-Marti-Hof, wäre hier. Wer heute zum Rhein-Marti-Hof geht oder rüberschaut, der sieht dann Wald, steht halt ein Wald, gesunder, großer Wald, sind auch Versuchsflächen drin, wo genau gemessen wurde, wie das Holz wächst, wächst prima, die Fichte wächst da oben toll, Stürme war bisher keine drin, kann noch kommen, 70 Jahre ist die Knackigkeit noch gut, in 10, 20 Jahren kann es sein, dass da auch was passiert. Und dann kann es gut sein, da ist doch damals gesündigt worden, da ist irgendwo gesündigt worden. Diese Fläche in 1,20 hat nämlich 25 Hektar am Stück wurden damals geholt, weil sie da gut lagen, schnell zur Bahn gebracht werden konnten, abgefahren nach Frankreich oder über den Notschrei runter direkt an Sägewerke. Die Sägewerke waren hier, die meisten in der Raumschaft. Himmelsbach, die große Sägerei, hat dick eingesägt, musste einsägen, bekam dafür aber auch Geld, die wurde auch nicht demontiert, deshalb die Sägeindustrie. Das war ein Vorteil wieder. Es wurden fliegende kleine Sägen aufgestellt. Ich habe gestern noch ein persönliches Gespräch erfahren, dass selbst bei Friedenweiler oben stand, oberhalb vom Zimmermann stand eine kleine Säge. In Oberlauchring war eine große Säge, wo ich auch nie was wusste, obwohl ich da mal gelebt habe. Die waren aufgeteilt und dann haben sie mit der Bahn sehr viel abtransportiert. In Seebruck war einer der großen Bahnhöfe. Und da wäre vielleicht der Punkt, könnte ich vielleicht gleich mal sagen, dass ich jetzt unseren Kurt Denner mal doch fragen wollte, ob er laut, wenn er das noch will, doch ein bisschen erzählt, was er damals erlebt hat, als er in Bonndorf, eine kurze Zeit nur, aber für Seebruck im Grund Holz mitgemacht hat. Aber lieber Herr Denner, wenn Sie uns kurz, oder solange Sie wollen, Ihres erzählen, wie Sie es in Erinnerung haben, als Sie dort waren. Und wenn Sie von der Kamera gesehen wollen, kommen Sie, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie an meine Seite kommen, damit Sie mit drauf sind. Ich würde mich sehr freuen. Herr Denner kenne ich schon lange, mit ihm war ich schon im Elsass drüben. Er musste als Prisonnier de Guerre, als junger Mann, ist er tatsächlich am Rohwald. Da musste er schaffen für die Franzosen, hat da sehr viel erlebt und hat sich aber eine Freundschaft dort erworben mit dem Herrn Hasemann, den habe ich noch kennenlernen dürfen mit ihm. Also, da ist deutsch-französische Freundschaft geschaffen worden. Insofern, lieber Herr Denner, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie jetzt Ihre Episode aus dem Leben mit den Franzosen hier erzählen können. Jetzt muss ich ganz kurz sagen, wieso ich das. Daherkommen bin, ich war in Frankreich drüben. Als und in Bonndorf. Ja. Mhm. Als Prisonier, ja. Und in Bonndorf, da war ein Kommando, die deutsche Kriegsfahne. Ich musste in das Wald, das Holz, wo schon geschlagen war und allem am Hang liegen ist, runterholen, auffahren am Bahnhof Bonndorf und verladen. Und da kam ein Chef, der Kapitän, der kam aus Rathaus nach Neustadt und hat
gefragt, ob es Uniformteile gibt von entlassenen entlassenen Soldaten für seine Leute, für seine Kriegsgefangenen in Brunndorf. Und dann hat, mein Vater war dort auf dem Rathaus, hat er gesagt, ja, kann man machen. Hat er wissen wollen, was da los ist in Brunndorf. Ja, da ist halt Holz gemacht für Frankreich. Er hat gesagt, sein Sohn sei in der Vogese, macht Holz, und dann haben die ausgemacht, dass ich rüber darf. Also habe ich gar nicht gewusst, dass mir passiert, eines Tages muss ich weg. Ich habe mich schon wohl gefühlt oben in der Vogese. Ein Bauer gehabt, wo ich habe Knie kennen am Sonntag zum Arbeiten gegessen. Und jetzt habe ich weg müssen, ohne Grund. Und keiner hat gesagt, warum. Ich bin umeinander gefahren, aber der Pullman mutzig überall. Über den Rhein. Durch Fribourg, Schwarzwald auf, Hellendorn auf, durch Neustadt durch. Da denke ich, jetzt fahre ich mich heim, rüber her, nach Meßkirch. Meßkirch war der zweite Lager, Meßkirch und Brunndorf. Und der Kommandant, der hat die ausgetauscht, weil die, wo besser, also hat Leistung haben will von uns, gell, und jeder hat geguckt, dass wir so wenig wie möglich machen und es druckt, gell. Und dann bin ich auf die Art nach Brunndorf gekommen. Und dann haben wir nachher das Holz da also massenweise verladen am Bahnhof Brunndorf. Ganze Züge. Also nicht bloß, also ein ganzer Zug jeden Tag. Gell. Also Steinertal, ja, hier Steinertal und Ruf, gell. Und nachher mit langem Holz auch da, gell. Und dann, na ja, habe ich halt auch, bin ich auch hinten drauf gekommen, gell. Auf dem Schwieger. Und ausgerechnet ein Nachläufer, also ihr kennt ja den Nachläufer, ist vom Aufladen hinten, gell? Ein Nachläufer, wo sie requiriert haben beim Himmelsbach. Und er hat Vollgummiräder gehabt, das kann ich denken, wie das heißt, drillen müssen, um die Kurve rum, Steinertal ist ein Kurve nach der andere, gell? Wie verrückt ist da drillen müssen, dass du nachkommen bist mit dem Schwicke. Schwicke sagt man das, aber wir als Kind haben gemeint, das Bremse, gell, das ist Bremserweg, gell, aber das ist Schwicke, das ist Nachsteuern. Nach, der Nachläufer steuern, gell. Ja, also da insofern. Aber in der Zeit, wo ich in Brunndorf war, habe ich mit Kindern am Sonntag heim. Und an einem Sonntag, weiß ich nicht, ob ich das wisse, da war ein Brand, hat oben Franzosen haben die ganze Fern. Kalkhaube, war oben ein riesiger Brand. Und ich habe das nach der Kirche gemerkt, gesehen, wie es oben raucht. Und irgendjemand hat gesagt, ich habe meinen Vater gesagt, dass du oben brennst. Und ich bin aufgerannt vom Eisweiler Neustadt, aufgerannt bis auf die Pferden, auf ganz Luft mit dem Biegel und Schaufel und habe angefangen, alleine da mal die Brandquelle ein Verkleinern, gell, bis endlich Feuerwehr gekommen ist und jeder noch eine Leitung legen müssen, ein Eisweiler runter. Das war ja damals ein 47er Wahnsinn, heiße Sommer, gell, hat ja fast kein Wasser gehabt. 47 war das ganz schlimm, gell, mit Wasser. Aber, ja, das kann ich sagen. Es ist gelöscht worden, das Feuer. Wie? Nein, es ist gelöscht worden, das Feuer. Ja, ja, es ist gelöscht worden. Irgendwie den. Der Werle, der lebt noch, gell? Der Egon Werle? Egon Werle, ja. Den müssen wir fragen. Der war damals der ist noch gekommen. Später dazu noch, ja. Die sind schon später gekommen. Er war in Münstertal, nämlich der Egon Werle ist 95, das wäre sonst der andere wichtige Mann, ja. Aber der war in Münstertal und da gab es wenig Wege, darum hat man die Münstertaler Gemeinde nicht genutzt, obwohl er ja nach Frankreich war und nicht so viel Fichten da rumstanden. Also die Fichten oder die Tannen, die auch hier waren, waren schon begehrtes Opfer. Ja, ja, ja. Lieber nach Neustadt, auf Bahnanschluss, ja, als in Münstertal die Haltung kann. Also vielen Dank, Herr Dengler. Ich glaube, das war ein sehr gut. Der zeigt, wie der kleine Mann, er war damals 18, glaube ich, oder 19, ist eben dann zurückbehalten dort auf dem Hohwald. Das ist ja eine Geschichte für sich, die wirklich spannend genug wäre. Wer den Hohwald kennt, der weiß, dass auch landschaftlich schön ist, aber unten an das der KZ Struthof direkt angrenzend war. Auch da hat er dann Berührung gehabt mit Förstern und mit Elend. Und also das ist ja eigentlich ein Kapitel, wo wir Gott froh sind, dass das vorüber ist.
da haben wir das bald in Not. Und jetzt hat er das angesprochen, den 47er Sommer. Das haben wir auf 47. Das war nämlich tatsächlich den, der wirklich der Jahrhundertsommer damals war. Und wir haben ja mittlerweile mehrere Jahrhundertsommer, ständig die Ähnlichkeit, aber der war so, dass er eben wirklich das Wasser überall knapp wurde. Und da hat sich der Borkenkäfer, unser auch jetziger Freund und vielleicht das Hauptgegner für manche oder Problemfall, tatsächlich so entwickelt, dass er wirklich Riesenprobleme geschaffen hat. Und das hat sich natürlich auch eben mit dem Hiebsmassam zusammen, wenn irgendwo der Hieb aufgerissen war, gerade in Meßkirch wurde genannt, das Beispiel. Ich komme mal ins nächste Bild, glaube ich, gleich mal kurz vor, dass man das sieht. Jawohl, Meßkirch liegt hier, das alte Land Baden mit den Grenzen, wo ja Fürstenberger Territorium, dieser Barverein berührt Meßkirch, war einer der Hauptschwerpunkte und die diese Neustadt und dann am Hegau. Hier war es halt besonders trocken und da hat er zugeschlagen, dass Neustadt so stark dran war, lag sicher an dem doch hohen Fichtenanteil. Und Neustadt hat seine Fichten ja auch der Geschichte zu verdanken, dass es viele Weidfelder waren, Weidberge waren, Winterzart ähnlich. Da waren Winterzart noch bis vor 150 Jahren zu nur so 30-40% bewaldet, kann man heute sich nicht mehr vorstellen. Da gab es Höfe, den Rufenhof und den Imperiehof und alles, die Ruinen stehen heute noch im Wald. Und die wurden aber dann, als sich die Landwirtschaft da oben nicht mehr lohnte, als die Industrie die Arbeitskräfte abgezogen hat, aufgelassen und wurden dann aufgeforstet in großen Stile. Und die Weidberge, Weidfelder wurden dann meist, weil es wirklich das Einfachste war, mit Tennle gesetzt. Und die Tennle waren eben die Rottennle. Das waren Fichten und habe auch noch keine Erfahrung gehabt. Und es gab auch keinen Grund, damals zu sagen, macht irgendwelche Buchen fürs Brennholz und macht was Kompliziertes. Nehme die Fichten, die kommen. Und das war der Tipp damals, macht es. Thomas Neustadt auch sehr stark betroffen, hat eben hier sein Schwerpunkt gehabt. Ganz wichtig war auch, dass Schluchsee und St. Blasien mit ihren großen Nadelholzbeständen und hohen Fichtenanteil voll erwischt wurden. Und da gibt es dann auch wirklich im Staatswald Riesen, auch gute Unterlagen, die das immer auswerten müsste, wenn man mehr Zeit hätte, und eben dieses Meßkirch, wo eben die Rotten damals gerade ausgetauscht wurden. Und dass der Borkenkäfer tatsächlich, nicht nur der, infolge dieses Borkenkäfers kam dann der Bastkäfer noch, heute gar kein Problem mehr, ein Fichtenrindenbastkäfer. Da gab es üble Schäden und eben auch der Rüsselkäfer. Das, der Förster kennt den, also er hat mittlerweile nie mehr ein Problem gemacht oder fast nie ein Problem gemacht. Muss aufpassen, in den ersten zwei, drei Jahren nach einer Pflanzung ist der dann, kommt der aus den alten Bäumen, aus den Stöcken raus und geht an die jungen Bäume ran. Und das hat oftmals Probleme gemacht. Und das, tatsächlich hat dann sechs, sieben Jahre später, hat mir der Egon Werle erzählt jetzt, der Förster von der Fern, der Vorgänger von Herrn Gutjahr, Vorgänger wahrscheinlich, dass er diesen Problem hatte, dass diese angeblich bepflanzten Flächen zu 60-70% von diesem Rüsselkäfer schon wieder vernichtet worden war. Also es war eine Folge von Sachen. Gut war nur, dass 1948 ein feucht-kalter Sommer folgte, nicht schon wieder ein Jahrhundertsommer und damit diese natürliche Entwicklung, nicht nur durch Bekämpfung in der brutalen Art, kommen wir nachher noch dazu, ja, das Stichwort Redner kommt bei der Fern nachher nochmal dran, sondern auch durch die klimatischen Bedingungen zusammengebrochen ist. Allerdings wusste ja keiner, ob 49 wieder so ein Trockensommer kommt oder 50 einer kommt. Im Nachhinein kann man sagen, toll, Gelassenheit bewahren, prima gemacht, Jungs. Aber wenn es jetzt läuft, dass wir zwei, drei Trockensommer miteinander haben, da geht auch manchmal doch ein bisschen die Muffe. So, und wenn wir jetzt vergleichen, ich habe vorher schon mal versucht, darauf hinzuweisen, waren denn diese Jahre wirklich so brutal schlimm und ist denn da wirklich der Wald sozusagen vom, ja, ist, ich werde es auch kurz sagen, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat sich formiert. Es gab hier ein gemeinsames Aufbäumen der Forstverwaltung, die ja kuschen musste vor den französischen Herren, die dann befohlen haben, was zu tun ist, nicht abgestimmt haben, befohlen haben, auch wo es gemacht wird und wie es gemacht wird. Da gab es nur wenig Spielraum, da gehe ich nachher mal drauf ein, wo es den Spielraum dann doch gab. Aber große Kahlflächen mit viel Holz, die verkehrsnah liegen, das war die Sache. Und das doch tatsächlich, wenn man sieht, seit 1920 bis 1970 ist die Tabelle, tatsächlich in diesen Jahren der Riesenpeak kam, wobei da tatsächlich auch der Käfer mit dabei, wir sagen mal, der Käfer, wir meinen nicht den Maikäfer, der den Landwirten damals Riesensorge gemacht, da kamen die ersten großen DDT-Einsätze, alles zu einer Zeit, die uns ganz fern liegt, und DDT war ja gerade erst frisch erfunden, in der Schweiz gab es dann dieses Gesarol, hieß es. Wenn ich Gesarol in Akten gelegt habe, Gesarol, bis ich plötzlich merke, ich habe DDT. Das hat also
hat man gegen den Maikäfer genommen, weil die Feld wichtiger war, die Kartoffeln, die Früchte waren wichtiger. Im Wald hat man es selten genommen, nur für wichtige Sachen, Schutztauchung gegen diesen Rüsselkäfer zum Beispiel, sonst hat man da sich durchgemuchst, ich zeige es einmal durch, mit Kalkarsen. Auch zusammen, dieser Meereinschlag, der Reich schon alle aufgesetzt wurde, im Reich hat man auch Holz gebraucht, Autarkie, aber jetzt kam wirklich dieser Peak, der schon, muss man sagen, das war wirklich ein Angriff. Und der Rhein vor allem hier bei uns, ins Bundesgebiet. Die Engländer haben auch sehr viele gehauen, muss man sagen, nur in der amerikanischen Zone haben die sich, glaube ich, andere Sachen geholt. So, und jetzt kommt Tabelle. Ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit, jetzt ein bisschen darauf hinzuweisen, was so die viele Zahlen damit erschlagen. Die ganzen Hiebe, F- und E-Hiebe, haben zusammen, jetzt kommen wir auf das Land Baden zu sprechen. Was damals Baden war mit der Briefmarke, die ich vorher sagte, war eben alles, was von Rastatt nach Süden ging. Schräg rüber, wie es vorher zeigte. Und damals gab es ja den Staatspräsidenten noch nicht, der gab es noch nicht, Vorsicht. Später gab es den Staatspräsidenten Wewohleb. Und die wollten eigentlich damals dieses Ganze so ein bisschen erhalten. Die hatten sich in Freiburg als Hauptstadt, war doch ganz nett. Und wir baden noch zusammen und vielleicht auch diesen französischen Freund wieder drüben uns anlachen. Auf dieser Achse lief es ein bisschen auf einer, eine Fraternisation war noch nicht erlaubt, aber so, dass man sich annähert und dann so wie Saarland und die so Sympathie, so wie es Napoleon damals schon machte, dass er den Baden noch ein riesen Großherzogtum hingebastelt hat und den Württemberger Königtum. Und dann waren die alle zufrieden, haben einen Rheinbund gegründet und haben eine Allianz gemacht. So ähnlich jetzt laufen sollen, hat aber dann nicht geklappt. Deshalb immer Südbaden ist das wirklich der Schnitt der französischen Zone. Es waren 4,5 Millionen. Ich habe vor 5 in Erinnerung gehabt, ich vergesse leider Zahlen ganz schnell. Es sind knapp 5 Millionen gewesen, die wirklich eingeschlagen wurden. Davon eben die sogenannten F-Diebe, die erste Serie war das, waren dann 2 Millionen und dann kam ein Nachhieb von den E-Hieben, das war eine zweite Charge, die dann eben noch einmal vor allem dann für den Export dienten, dass die nicht nach Frankreich direkt kamen, sondern eben oft in die Schweiz verkauft wurden. Begehrtes Holz war das, Holz war nötig in ganz Europa oder Mitteleuropa zum Aufbau, auch in Deutschland übrigens. Muss ich eher sagen, wie das der deutsche Markt damals was liefert wurde, das hat sich, geht aus den Unterlagen nicht hervor, das wird nur die Forstseite dargestellt, aber ich nehme an, dass auch das Holz irgendwo in Deutschland wieder verkauft werden muss, da wurde auch aufgebaut. Also diese Lücke ist bei mir noch in dem sehr guten Werk, das tatsächlich 1985 schon rauskam, aus der Schriftenreihe der Landesforstverwaltung, Forstverwaltung und Forstwirtschaft im Gebiet des späteren Landes Baden-Württemberg 1945 bis 1952 mit Autoren Geier, den kenne ich persönlich noch, Schmid kenne ich nicht mehr, Trommer, und der hat die F-Hiebe sehr genau beschrieben. Und Herr Wandres, der das Forst an Baden-Baden geleitet hat, und ein Herr Fiebig. Die Namen sagen Ihnen nichts, aber wie mir selber, ich kenne gar Herrn Fiebig aus Eberbach noch persönlich, weil ich als Referendar bei ihm gedient habe. Die haben das zusammengestellt und hier sind diese Tabellen auch drin, wo ich kurz Wandres hingeschrieben habe. Die sind also recherchiert, da ist eigentlich das meiste da und da wird auch eine nächste Veröffentlichung, die ich mal vorhabe beim BAR-Verein, mit dem Fokios zusammen, weil der auch ein Zeitzeuge noch ist, dass wir nächstes Jahr eine Exkursion vielleicht uns überlegen anzubieten, das nicht mehr so aufpackt, wenn wir das Hintergrund nehmen, aber nur noch in bestimmte Details einsteigen. Wenn man dann sieht, auf die einzelnen Besitzarten, jetzt wird es nicht mehr spannend, jetzt fehlt mir so ein langer Zeigestock, aber mein Finger geht fast bis hoch, diese Kolumne, die Säule, ist der Staatswald insgesamt, hier ist der Gemeinde- und Körperschaftswald und das ist der Privatwald. Und jetzt, muss ich mal gucken, das ist aber jetzt aufpassen, weil es bis 1952 auf jeden Fall wichtig ist, hier zu sehen, dann, dass tatsächlich der Privatwald sehr wenig im Vergleich einschlagen musste, der vor allem Bauernwald hier in der Gegend ist. Die Bauern wurden großen Teil ausgenommen von der Direktzugriff, weil die Flächen auch so klein waren. Bauern mit 10 Hektar, da muss ich schon wirklich brutal dem alles wegschlagen und es hätte böses Blut gegeben, sodass da tatsächlich andere eingesprungen sind und ein anderer war dann konkret Fürstenberg. Fürstenberg hat sich angeboten gegen Rückersatz der Kosten, die sie dafür kriegen, die sie nicht bekommen, dass Fürstenberg für also größere Mengen eingesprungen ist und deshalb hier der Bauernwald verschont wurde. Der Bauernwald wurde aber nicht ganz verschont, der musste eine Umlage bezahlen, das war auch eine Ersatzleistung, musste es also doch bezahlen, aber wurde von den Hieben und den groben Hieben verschont. Und da gab es damals eine Erhebung, da wurde tatsächlich dann
von Haus zu Haus sozusagen, von Hof zu Hof, ein junger Forstbeamter, ein Protokoll von ihm gefunden, war sehr interessant, geschickt im Auftrag von einem Professor, später Professor Abetz, und die haben dann eine Privatwahlerhebung durchgeführt und haben erstmalig hier in diesen größeren Bauernhöfen aufgenommen, wie groß, wie breit, wie hoch, wie viel Holz draufsteht. Und waren sehr misstrauisch beäugt, weil es ja darum ging, dass eine Art Steuer abgezogen wird. Die waren gar nicht beliebt, die Menschen damals. Aber im Nachhinein hat sich daraus ein bisschen eine Forstverwaltung entwickelt. Und die Förster haben dann Manfred tatsächlich auch noch Aufgaben damit, weil sie sich gut bewährt haben. Und Freunde des Försters, des Waldbesitzers wurden allmählich, konnten in die Rolle des guten Försters einsteigen. Und nicht der, der bloß wie in Frankreich guckt, wo ich am meisten holen kann. Das war die Privatwalderhebung. Da ist ein sehr schönes Buch dann zusammengestellt worden, Bäuerliche Waldwirtschaft. Ich bin in den Gummeln und wollte erst mein ganzes Bücherreservoir von diesem Karl Abetz. Und der Karl Abetz ist, als er dann, er war relativ, sein Bruder war Botschafter in Paris für das Dritte Reich in Vichy, war der direkte Ansprechpartner, der war so gar nicht, der war auch in der Klassifizierung ganz in der obersten Klasse, obwohl er nicht direkt Böses getan hat, aber so indirekt war er auch an Sachen beteiligt, die nicht gut waren. Und da war der Karl Abetz dann zwar auch der leicht braun angehaucht und kam nach 2-3 Jahren wieder in die Verwaltung, durfte wieder Professor dann in Freiburg für Betriebswirtschaft, der auch ein Vorgänger von meinem Doktorvater Speichel war, also eine Person, die geachtet war und hier das hinterlassen hat. So, das ist aber Detailwissen, was uns Förster drin hat berührt. Und wenn man diese Tabelle nochmal anschaut, sehe ich, dass rechts weggespiegelt wurde. Schade, die Summe nochmal. Da muss ich jetzt tatsächlich spicken. Habe ich zum Glück dabei, Seite 263. Das nächste Mal besser. Also hier rechts würde jetzt stehen, dass tatsächlich dem Staatswald, also die oberste Kolumne, ich habe jetzt sogar keinen Zeigenstock, oben wäre so das pro Hektar insgesamt umgängig etwa 24 Festmeter, Vorratsfestmeter gehauen worden. In Relation zum Körperschaftswald wurden nur 10 im Schnitt gehauen worden. Und im großen Teil nur der 4,5, also wirklich Relationen ganz grob von 4 zu 2 zu 1 sind. Und damit hätte ich nochmal zeigen können, im Einzelnen wer wo welche Charge gehabt hat. Das meine ich, das muss ich nicht vertiefen. Und nächstes Mal werde ich ordentlich prüfen, ob die auch sichtbar ist. Das sind aber im Grunde die Zahlen, mit denen man zeigt, wie im Vergleich zu den heutigen Katastrophen, und Rothaar und Kirin, was wir alles hatten, dass doch Zahlen sind, die wirklich ernst zu nehmen sind, aber eben, da sie fast nur hiebsreife Althölzer getroffen haben, die eigentlich in Ruhe verjüngt hätten werden sollen, und nichts drunter war. Heute haben wir fast überall Naturverjüngung drunter. Da ist das Problem anders, dass man tatsächlich sagt, heute kann auch mal ein Sturm reinblasen in den meisten Wäldern. Und wenn dann nichts drunter steht, dann konnte man nur noch pflanzen. Ich habe den Raser Dr. Borchers von Fürstenfeld auch unter uns sitzt, ich habe ihn vorher gar nicht bemerkt. Ich habe Fürstenfeld bisher nicht groß erwähnt und hoffentlich die Rolle richtig dargestellt, dass tatsächlich da viel geleistet wurde und eben Fürstenberg tatsächlich die Privatwald entlastet hat. Jetzt kommen wir aber von dem Privatwald hinein in den Körperschaftswald und nähern uns hier den Kreisen, nämlich konkret der benannten Fern, die Fernhöhe, damit sie die Fenster ganz aufmachen würde und die Häuser etwas wegnehmen würde, könnte man hochgucken, so wie es damals der Herr. Oh, sag ich mal, Handy nicht ausgeschaltet. Wo könnte es sein? Hier. Ja, ich sage manchmal, es muss ja jeder wissen, dass ich ein Handy habe mittlerweile. Dass ich ein Smartphone habe. So. Ausstellen, Moment bitte. Klingt gut. Danke. Dass die Fern oben, FE, hat keiner weiß, wo der Name genau herkommt. Fern, die Fern, und der Denneberg, wenn man mal dann Denneberg kennt, Denneberg, weiß man halt nicht, die Fern der Denneberg. Tatsächlich, wo einst stolze Tannen rauschen. So heißt die Schlagzeile 1948, die Käferzeit war rum. Und das war schon wieder im Abschwellen, so muss man sagen. Und jetzt das rechte bitte nicht mitlesen, bin auch ganz einfach, wo die da Tanzmusik steht, auch erst. Neustadts Umgebung krönen eine Reihe von Bergen, die für die Kreisstadt charakteristisch sind. Neben dem Hausberg der Hochfurt sind es die Fern, der Schulberg und der Dennenberg, da kommen die Namen schon. Hochfurt und Fern waren bis vorher des Jahres noch bewaldet, während die Hänge des Hochfurts noch immer von ragenden Tannen gestanden sind.
wenn auch weit Lücken dazwischen trafen, die hier unten hat, dann nach. Jetzt muss ich gerade mal, wenn der Gutjahr da ist, halt Gutjahr. Sie kennen sich jetzt mittlerweile auch schon gut genug aus. Wie wartet es mit den tannenden Rauschen, wenn du hochfährst? Können Sie uns da kurz aus dem Stand raus sagen? Ohne, Sie werden sich bestimmt nicht blamieren, aber kommen Sie ganz kurz vor und sagen, wie Sie heute den Hochfährst sehen, bevor wir schwenken wir damals aus, aber wenn Sie so nett sind, hier unverbreitet ein Wort zum Hochfürst zu sagen. Ein Wort zum Hochfürst, ja. Mein größter Stadtwald, die strickt quasi hier die komplette, die komplette Nordseite hier dieses Rückenzugs. 850 Hektar Stadtwald am Stück. Bestanden zu knapp 90% mit Fichte. Und der absolute Großteil davon zwischen 60 und 80 Jahren alt. Vorräte 450 Festmeter auf dem Hektar, eher konservativ geschätzt. Und eben, man sieht schon an dem Altersschnitt, den ich gerade gesagt habe, woher der kommt. Da waren riesige Kahlflächen. Es gibt, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie das noch, das Bild von der Postkarte. Mal gucken, ob es dann kommt. Das wäre die Fähren, können wir schon mal die Fähren machen, aber machen wir ganz kurz noch das nächste Bild. Ja, genau, das wird es wohl sein. Genau, richtig. Jetzt dürfen Sie im Austoben, ob Sie das erkennen. Richtig, das ist der Blick hier oben vom Denneberg, oberhalb der Max-Engelmann-Hütte. Die Hütte hier. Genau, rüber auf den Hochfürst, den Glasberg, wie können wir denn das umwischen? Ja. Glasberg, genau. Hier geht es die Seiger Straße hoch zur Orientierung in dieses Tal. Hier wäre heute die Sprungschanze. Genau, und da sehen wir große, große Freiflächen. Das sind zum allerüberwiegenden Teil Fläche von den sogenannten Franzosen, aber auch Marokkanerhieben. Italienerhang. Genau, der Italienerhang. Unten links im Bild. Ja, die Abfahrt, als Skiabfahrt, ganz wichtig noch eine Zeit lang, als die Abfahrt, die alpine Abfahrt. Richtig, die Fundamente findet man heute noch im Wald. Und sehr eindrücklich berichtet von Karl Heitz, wenige Jahre nachdem das Ganze kahl wurde, hüfthoch komplett alles zu mit Bergkraut. Die Heidelbeere hat sich wahnsinnig dort entwickelt, die Auerhähne haben sich darüber gefreut, die hüfthoch gerade, aber drunter sind die Rumpelkrabbe, das war eine Menge noch. Und die Leute kamen aus Freiburg hoch mit dem Milchkännchen und alles und haben sich wirklich als Nahrungsmittel Nahrung geholt, Holzernährung geholt. Genau. Und hier sehen wir dann auch, was wurde gern geholt? Natürlich die berühmte Schwarzwaldtanne. Die haben nicht nur ein paar Jahre vorher die Holländer ganz gerne gemocht, sondern auch die Franzosen. Führt dazu, dass wir im Hochfürst drüben einen wirklich verschwindend geringen Tannenanteil haben. Wir haben in Richtung Titisee hinten raus, haben wir noch einen größeren Tannenbestand. Ja, die Reste werden genau oben am Schuldebuckel, hieß es mal, weil da die großen Sachen mit finanziert wurden. Auch dieses Feuerwehrhaus, glaube ich, hat davon Geld profitiert. Und noch einen kleinen Teil mit einem Tannenbestand an der Grenze zu Kappel, ganz oben auf dem Kamm. Und sonst ist der Hochfürst nahezu tannenfrei in dieser Altersklasse. Mittlerweile, meinen Vorgängern sei Dank, haben wir wieder ganz veritable Tannenvorbauten, Tannenverjüngungen mittlerweile. Aber eben in den dominierenden Altersklassen ist es fast ausschließlich Fichte. Eben aus dem, was der Herr Müller uns gerade erzählt, heraus geboren. Dankeschön. Danke. Gerne. Und sonst, wenn mir das zum Thema einfallen würde, bitte auch ruhig sich melden. Ich kenne nicht alle so gut, um zu wissen, wer noch was sagen möchte. Mir ist das Wort Franzosenhiebe zum ersten Mal über den Weg gelaufen und als Kaiser. Die Franzosen hatten keine Lust, sich zu bücken und dann haben sie das Holz in 1 Meter Höhe abgeschnitten. Das war Wahres dran. Die Stöcke waren tatsächlich teilweise in Kniehöhe, weil die beim Sägen, Motorsägen wurden wenig eingesetzt. Damals hat man schon 2-Mann-Motorsägen gehabt, aber die wenigsten Holzunternehmen, die rüberkamen, haben wirklich die großen Sägen gehabt. Also haben sie geschrotet, sprich mit der zu 2-Mann gezogen, gemacht oder mit der Axt, aber meist eben der Säge gezogen. Da war es tatsächlich viel bequemer, dass man runterging, kommt gleich eine Ergänzung dazu und dann nicht ganz sich so gebückt hat, während es früher bodennah muss gesägt werden. Da habe ich sehr schöne Bilder aus der Hermann Sattler Sammlung und das hat man missachtet. Aber ob es dann immer so hoch war, weiß ich nicht, aber es gab extreme Fälle, wo ganz mies gesägt wurde. Vielleicht weiß der Herr Riedl dazu was zu sagen. Nee, ich frage mich, warum man das nicht zum Anlass nimmt, das Ganze zu wiederholen. Dann hätten wir wieder reichlich Heidelbeeren und Auerhähne.
Guter Vorschlag. Ja. Na gut, ja, das werden wir im Stadtrat hier auch bei dem nächsten gibt es einen Vorschlag. Aber da sind wir tatsächlich gerade dran. Und das Problem ist tatsächlich, ohne Witz, dass durch die ganzen Eutrophierung, nennen wir es ja, durch den Eintrag des Stickstoffs mittlerweile und die Erwärmung, die da ist, die Heidelbeere, da wo sie da ist, auf den sauren Böden, so toll wächst, dass sie wirklich das Wort Hüftgroß nicht ganz, also hier reicht es nicht bis zur Hüfte, aber meine Menschenkinder schon, die haben Probleme, mein Hund kommt nicht mehr durch und Herr Borch ist bei uns, der weiß, dass wir uns gerade darum bemühen, dass wir tatsächlich diesem Übermaß Einhalt gebieten. Das Problem ist anderswo, dass gar kein, wir waren gestern in Tottenau oben den ganzen Nachmittag, wo tatsächlich auf guten Böden, wo Nahrungsnährstoffe da sind, die Heidelbeere verschwindet, weil irgendwelche Gräser kommen. Also nur zum Sagen, da ist irgendwo Dynamik drin und tatsächlich vielleicht auch, und danke für diesen Hinweis, ich den Werbegag fürs Auerhuhn, den ich einbringen darf, dass tatsächlich auf Ihre Frage hin, auf besonderen Wunsch, dass ich sage, tatsächlich ist sehr stark zu vermuten, dass diese vielen Kahlflächen, so hässlich und so wüst die waren, die wurden anfangs gezäunt, das war nicht gut für die Auerhühner, die sind reingeflogen. Hat man gemerkt, man braucht gar nicht zäunen, weil die wenigen Laubbäume oder Lärchen, die man reingepflanzt hatte, um so, ich zeige mal so einen Nähplan, wie der aussah, dass die dann gar nicht Herr wurden der Sache. Erstens waren es zu wenige, die wurden von den Bäumchen selber eingekreist, eingeringelt und da blieb halt die Lerche zwischendrin stehen und hat keine Luft mehr bekommen. Die Buche kam gar nicht und es kam das Reh, hat es gefressen. Und an dem Zaun, der 2-3 Hektar oder 5 Hektar groß war, kostete viel Geld. Draht war damals ganz selten. Und wenn da mal ein Loch drin war auf den ganzen Dingern, ist das Reh reingeschlupft und noch ein Reh reingeschlupft. Und da haben wir Ruhe gehabt. Gejagt wurde fast gar nicht. Es wurde ein bisschen gewildert. Weiß man nicht, wie stark. Auf jeden Fall, es war dann tatsächlich in relativ kurzer Zeit gar kein Zaun mehr nötig. Also hat man den Zaun irgendwann weggeräumt, woanders umgesetzt. Das war als kostbare Sache und damit hatte die Auerhühner viel mehr Möglichkeit, an solchen Rändern Heidelbeeren zu finden, sich zu sonnen, wenn es schön warm war, die Küken rauszubringen und damit, was wir im Moment imitieren durch Lücken für Küken, künstlich herstellen und damals von ganz allein kam und jetzt zurzeit auch von allein auch gerade wieder kommt. Aber danke für die Frage. Dann könnten wir aufs Bild nochmal zurückgehen. Das war die Fähren, wo hier. Denkler, Sie wollten noch was ergänzen? Ja, ich wollte, was mich seit Jahren stört, dass der Begriff Flachwurzler überhaupt nie verwendet wird und der ist doch schuld an den Windwurf. In erster Linie, aber das hört man nirgends und trotzdem hat man die Fichte geplant, hat man doch gewusst. Ja. Also da ganz kurz nur, damit es auch nicht... Und abgesehen davon, dass ja. Das... Ich war ja selber früher Säger, gell? Und man hat bei der Fichte Tannenlose, wenn die Versteigerung war, hat man geguckt, wie viel hoch ist der Anteil an Fichte und an Tanne. Möglichst viel Fichte. Das verstehe ich heute noch nicht, warum wir da mal so viel Wert drauf gelegt haben. Die Schweizer, die ich ein bisschen höher einschätze im IQ, die haben hauptsächlich auf Weißtanne geguckt und haben eine Weißtanne gekauft, jede Menge, gell? Sowohl als Schnittware als auch als Rundholz. Ja. Herr Borchers, nehmen Sie mir übel, wenn ich Sie frage, ob Sie aus dem Stand auf die Frage antworten, einfach dass klar ist, dass da nicht ich dauernd das Wort habe. Wären Sie so nett, da auf diese Frage was zu sagen, die Flachwurzler und die Frage Tanne Fichte, Sie verkaufen viel, viel Holz. Und ich glaube, wenn Sie uns das hier sagen könnten, um so nett zu machen, auf Wort zu kommen, werden Sie Dokumente von YouTube. Ja, wenn Sie mir nicht vorgeführt vorkommen, wäre ich sehr dankbar, wenn Sie das... Ja, zur ersten Frage, also ich kann das nicht bestätigen. Ich lese eigentlich ständig von der Fichte als Flachwurzler. Das ist nun mal so, das ist eine Baumart, die in erster Linie von Natur aus um die Moore herum vorkommt. Und im Moor kann man nicht sonderlich tief rein. Und deswegen wurzeln sie flach. Das ist eine vollkommen normale Situation. Was nicht normal ist, dass man sehr viel Fichte gepflanzt hat. Aber es profitieren alle sehr viel davon bis heute. Und es wird wahrscheinlich auch so sein, dass auf vielen dieser Flächen, die heute wieder kahl fallen, auch sehr, sehr viel Fichte kommen wird. Zum einen deswegen, weil überall Fichtensamen im Boden sind, zum anderen, weil die Fichte so ziemlich das Einzige ist, was das Reh nicht frisst. Alles andere frisst das Reh und das ist eigentlich das Grundproblem, weswegen wir überall Fichte haben. Aber vielleicht noch zu Ihrem Satz zwischen Fichte und Tanne. Warum wollen die Säger bis heute viel lieber Fichte als Tanne? Da gibt es zwei Gründe. Der erste Grund ist der, dass die Tanne viel feuchter ist als die Fichte. Und wenn man nicht die Zeit hat, sehr, sehr lange das Holz zu trocknen, da
Das kann man natürlich tun, aber das ist mühsam. In der Regel wird heutzutage das Holz künstlich getrocknet. Und da braucht das Tannenholz doppelt so lange zu trocknen als das Fichtenholz. Deswegen ist auch einer der Gründe, weswegen die Säger lieber das Fichtenholz haben. Ein weiterer Grund ist aber, dass das Fichtenholz, das Tannenholz sehr häufig sogenannte Schwarzäste hat, Durchfalläste. Und das macht das Tannenholz sehr, sehr mühsam verarbeitbar in größeren industriellen Prozessen. Deswegen ist fast alles, was Sie im Bauholz heutzutage sehen, auch früher Fichtenholz. Und deswegen ist es auch viel begehrter, mit der Tanne zu arbeiten, ist viel mühsamer und viel teurer. Vielen Dank. Und insofern, damals unser Abschiedsbegleiter hat ja auch gezeigt, dass hier in der Gegend Gott sei Dank die Böden so tiefgründig sind und nicht so flachgründig, wie es drüben in der Barschung wird. Und vor allem Oberschwaben, wo aus alten Moränenlehmböden tatsächlich die Fichte dann nur noch flach wurzelt und wirklich so in die Breite geht und beim Sturm anfängt auf dem weichen Boden rumzugautschen, rumzuschwanken und dann praktisch sich so den Wurzelkeller freistampft, da gibt es schreckliche Wälder. Und die sind bekannt, und da das schon die dritte Generation oft ist von Fichten, leben mit einem ganz anderen Damoklesschwert als wir hier oben, dass hier die Fichte auf ganz grob mal 1000 Meter Höhe plus minus tatsächlich noch ein Refugium hat und eine Berechtigung hat, nicht als Alleinbaumart. Ich glaube, da wird keiner von uns Hurra rufen. Und wenn die Jäger die Rehe mitmachen, was im Hochschwarzwald wirklich nicht so ganz so einfach ist, weil es eben eine lange Geschichte hat, man hat den Förster seine Fichten kommen lassen, die Stadt auch, die wollte ja Geld bekommen, das ist nicht nur der Förster, das ist ein Auftragsnehmer. Und die Gemeinde sagt, wir wollen halt viel Geld und der tut ja, wenn er nicht gut tut, dann suchen wir es einen anderen so ungefähr. Der muss uns das bringen, dann muss man schauen, also nicht, dass wir unter Druck stehen in dem Sinne, aber tatsächlich, da sagt der Gemeinde, wo es lang geht. Und da gab es ganz klare Vorgaben, wir wollen Geld. Ich habe die Basische Zeitung mal durchgefriemelt und habe auch noch ein paar nette gelbe Zettel drin, wo so genau die Fragen aus der Zeit damals beantwortet wird, wo man dann sieht, Protokolle, Begänge, wo die, tatsächlich die Gemeinde fordert, doch so viel Fichte wie möglich zu pflanzen. Nicht, dass das bösartig war, aber diese, das sind 4, 5 Jahre, die ich mir mal im Archiv mal ausklappüstert habe, nicht nur den Wald, sondern was drumherum lief, die ganzen Sachen wie Marshallplan, der kam, der überhaupt die Wirtschaft wieder angekurbelt hat, die Flüchtlingsfrage, das Holzhauer überhaupt kam, es gab Holzhauernot hier, die kam dann halt aus dem Osten wieder, wir wurden angesiedelt hier in Wohnung, das ist ein Kapitel für sich, was um diese Effibe Franzosen wieder hier rumgeht, aber nicht unbedingt die Grundlage war. Deshalb, wenn da was vertieft werden könnte, wirklich viele nette kleine, oder gar nicht so nette Geschichten vorzulesen, auch die Legenschaften, die damals sich organisiert hat. Es gab nämlich keine, die Franzosen haben gejagt und wie gesagt, man konnte erst ab 51 wieder richtig Jagdscheine lösen und dann gab es Jagdgesellschaften und die haben tatsächlich industrielle gehört, Schraubenfabrik, Holz und so weiter. Wir kamen von der Fähren, Blick von der Fähren über den Weg auf den Hochfirst, können uns hinten die Kämmerrichtung Altglashütten, Neuglashütten, Fluchsee, Aha Berg vorstellen. Da ist wirklich große, große Flächen, die entweder vom Sturm, von Franzosen hieben oder Sturm oder beiden kaputt gemacht wurden. Und jetzt sehen wir nochmal hier, das Bild links nochmal eine noch bessere Aufnahme, wo wirklich reinschaut auf den Feldberg, wo man doch einige Flächen im Schnee, ich nicht genau weiß, wo die sind, dass es Karibe sind, ich könnte jetzt sagen, das hilft mir aber nicht weiter, dass Richtung die Vogesen sieht man hinten sogar links schimmern. Und rechts sieht man die Fähre von unten hochgeguckt und da irgendwo muss dieses Feuer gewesen sein, wo der Herr Dengler erste Hilfe geleistet hat und mit der Feuerpatsche rumgelaufen ist. Also man sieht, dass hochzus die Fähre wirklich A durch Franzosen, B durch Käfer, die nachkamen, auch die Käfer natürlich wirklich schwer gelitten hat. Und wenn dann aber hier in dem Protokoll, was ich vorher gesagt habe, heißt, wo eins frohe Tannen rauscht nach der Fähre, da hat keine Tanne gerauscht, da war Weidfeld oben, das sind die Reste von Weide. Das sind Häufen, der Lässteinhäufen, das sind Terrassen drin, die man tatsächlich erkennt, wie in vielen Orten, auch Unadingen oder im Raum Schellenberg, in Neuschin, erkennt man alte, das waren im 14., 15. Jahrhundert, war das Ackerflora. Und die Lässteinhäufen wurden teilweise überinterpretiert als Hünen und Kelten und weiß ich was, Gräber, die anderswo schon sein können, aber diese Dinge schlicht und einfach Lässteinhäufen waren, da bin ich überzeugt, nachdem alles sich da war. Und da wurden dann Fichten, dieser Bestand, der unten weggegangen, der war tatsächlich an der Erstaufforstung bis im Einrichtungswerk in Gießen steht. Wir haben ja dann forstlicher alle 10 Jahre die Natur, allerdings in diesen Jahren sind die Akten. Ich muss mich wundern, dass die Akten überhaupt so gut geführt wurden. Dass man in dieser Zeit noch
Gut, man muss die Hiebe abrechnen, muss den Franzosen die Rechnung umstimmig machen, aber die deutschen Förster und überhaupt die deutschen Beamte, ist jetzt kein Schimpfwort gemeint, im Gegenteil, die Deutsche, auch nicht die Deutschen loben, aber die Gründlichkeit, die wir gewohnt waren, auch da durchgeschlagen. Man hat seine Pflicht getan, hat weiter Buch geführt, aufgeschrieben, warum auch immer. Und ich habe so viele Akten, dass ich selber, als ich das anfing durchzuarbeiten, laut gestöhnt habe, was habe ich mir da angetan mit den Effigen, die auszuwirken. Schaffst du wahrscheinlich gar nicht. Und interessiert auch gar nicht mehr so sehr, was war, weil die 70 Jahre später keinem mehr so richtig interessieren, warum ist damals alles schief ging. Gift, Poison, komme ich gleich drauf, aber hier nochmal diesen Anbauplan. Eben die Behauptung, der Wille war da, einen Mischbestand zu gründen. Diese Nähpläne, wo der Vater von Heitz, der Forster Heitz Junior, mittlerweile ist der Junior, das vom Junior ist der Karl Heitz, den wir noch persönlich erlebt haben, das war der Vater Heitz, der dritte Generation Förster schon war, hat einen Anbauplan für jede Effigfläche. Gab es einen Anbauplan, der sagte so viel, jetzt sind die Legende leider, das sind Fichtengrün, die gelben waren jetzt irgendeine Laubholzart oder irgendwas, Kiefer auch teilweise. Es war für jeden Effig, so wie bei der Wiederbereitung nach Lothar, ein Fisch, ein Blatt, wo man nachgucken konnte, so ein Neuplan, das macht er nicht. Und das war bei Fern natürlich auch so. Und hier sieht man dann diese fröhlichen Pflanzfrauen, die dann, jetzt kommt die Geschichte der Pflanzfrauen, der Kulturdamen, der Kulturfrauen, der Tendeliber hieß es bei den Machos hier ganz schnell dann, die eben gesetzt haben und die damit als Frauen Geld verdienen konnten, keine Kopfverdienste hatten und da immer von schmucken Förster, als es schmucke Förster gab, die meisten waren in Gefangenschaft, das waren alte Knacker, die wurden dann wieder sozusagen eingesetzt und konnten sich wieder in Wert setzen. Das sind die Bilder jetzt, die aus einem Kampf in Fichtenbaumkäferblättern genommen worden sind. Leider ohne Jahr. Ich habe die Originalbroschüre nicht mehr bekommen, aber man sieht, wie jetzt der Borkenkäfer, die Käfer als solche, wie da vorgegangen wird. Und die junge Dame oder junger Mann, der links ein junger Mann wohl, mit seiner Rückenschnäbelkerze da rumläuft und das Ding bestäubt. Und das ist jetzt eben der Kalkarsen. Das ist Arsenikcarbonat, wenn wir es genau nehmen, ein Kontaktgift, was tatsächlich an der Wende vor allem, wenn der Käfer angeht, ein bisschen rumknabbert, nicht mal rumknabbert, einfach berührt trotzdem um. Und das ist gefährlich für Bienen und für Fische sowieso, also Gewässer und so. Da hat man auch darauf geachtet, man wusste das. Wer die Badische gelesen hat, hat vor 3-4 Monaten, war die Kaiserstuhl der Winzer drin, warum die ihre Probleme mit den Krebs hatten. Und da hat man schon in den 40er Jahren im Dritten Reich gemerkt, dass die tatsächlich sehr stark überhöhte Arsenikwerte hatten, teilweise letale Dosis hatten, früh starb oder Krebs bekommen hatten. Und man hat es untersucht damals noch im Dritten Reich schon, hat festgestellt, das kommt von dem Ausdruck, den die haben, das war dann die Lösung, wenn die den Dresdner gepresst hatten und nochmal ausgepresst haben, da war die Konzentration ganz hoch und das hat denen den Rest, nicht den Rest gegeben, das hat denen die hat ihn umgebracht. Der Kontaktanteil war etwa 20% von der tödlichen Dosis und der Rest war durch den blöden Hausdruck. Sodass man nicht jeder, der hier mitgemacht hat, unbedingt mit dem Kaiserschüler Winzer zusammen verglichen werden durfte. Aber es gab in der Zeit, wurde mir bestätigt, von Herrn Dieter zum Beispiel, da sind Kollegen gestorben oder krank geworden, wo man sich damals nicht erklären konnte. Und hier sind Anfragen in der Badischen damals drin, ist denn die Heidelbeere, die da sind die denn nicht auch vergiftet durch das Zeug? Nein, ist nichts. Und da kommt die ganz dumme Antwort, ich lese jetzt nicht vor, die steht wörtlich so drin, weil doch bisher noch keiner dran gestorben ist, so ungefähr, kann es doch nicht sein. Hat da runtergebügelt die Sache und erst im Nachhinein kam dann raus, dass das Kalkarsen tatsächlich eindeutig, nicht nur bei Winzer, sondern auch hier, verursächlich schuld ist für Erkrankungen. Und die anderen Mittel, DDT habe ich vorher erwähnt, oder Nexit, Lindan, diese ganzen Benzolringen mit irgendwelchen Halogenen dran, allesamt und vor allem Lindan, tatsächlich auch Folgen hatte, was lange gestritten wurde. Und dann hieß es, ja gut, ihr habt ja auch Häuser, wo Lindan drin ist, in eurem ganzen Gebälk, euer Holzschutzmittel, da war die Dosis viel höher und viel länger einwirkt, als da ein bisschen Wald oder Wind weht und so Sachen. Aber da, wo der Wind weht, und die Leute damals im Sommer Wochen, Monate lang im Einsatz waren, die haben eine Dosis abbekommen. Da kann man euch heute noch sicher sein. Die leben aber schon nicht mehr. Und insofern die Diskussion bis hin zum Käfersterben, als ich das hier mir vorgeknüpft habe, fing fast mal zwei, drei Stunden an zu recherchieren, was ich eigentlich noch weiß von DDT. Geschichte der Stumme Frühling gab es da mal ein Buch in Amerika, The Silent Spring, 1962, da war ich noch 9 Jährchen alt, habe
ist nicht berührt, aber in Deutschland hat man es erst gar nicht gelesen. Bis man merkte, es trifft uns auch, bis der Wanderfalke dünne Eier hatte, dann kam raus der Sperber, die haben ihre Eier schon und so weiter, und haben gemerkt, dass da doch was faul ist. Und ich möchte jetzt nicht gegen die Chemie nur darstellen, aber da ist wirklich damals gesündigt worden oder fahrlässig gehandelt. Ja, aus damaliger Sicht vielleicht richtig, aber das war auch ein Geschäft, muss man deutlich sagen, Glyphosat des Grünsten. So, das Bild nochmal von den Pferden, dass man sieht, wie damals trotz allem die Karten gemacht wurden, stand 1.10.48, ein gut Jahr, da sind ihre weißen Bällen nichts drauf, gelb bedeutet, da ist schon ein bisschen was angewachsen, das ist im ersten Altersklasse drin, 2, 3, 4, 5 Jahre altes Zeug, und da sind noch die alten Reste damals da gewesen, die Ärzte haben nochmal umgeblasen, und der fürstliche Waldbeben und der Balzenwald, der hinten rüber in die Ohren rüber geht, den hat dann auch kahl geschlagen. Also wenn ich oben runter guckte, war die Fähre so richtig glatzköpfig, und hat so eine Tonsur gehabt. Und jetzt sieht die Fähre anders aus, zum Glück. Und Herr Trudia, wieder ihr Werk. Was pflanzt man da? Radhosen sind es keines, aus Plastik. Aber da darf ich gerade, ohne dass ich sie nochmal aufrufen will dazu, das ist tatsächlich Laubbäume. Man sieht übrigens auch, dass die Fichte, die sie umgebeigt hat schon wieder mit 70 Jahren, weil da die Sabine, glaube ich, reingefegt ist im Frühjahr, hat sie umgeblasen und trotzdem sieht man, dass sie nicht nur flachwurzeln. Also sind sie gerade das Zeichen, die in Wurzeln gehen, 1-2 Meter runter, also dass sie nicht bloß sich ausdehnen, Oberfläche liegen da, das war einfach ein zu starker Sturm. Auch Lothar war ein Sturm, der hat auch Tannen geknickt, weil er einfach zu stark war. Ab einer gewissen Geschwindigkeit hält es keiner. Das ist nur die Frage, wie lange hält der Baum, wie schnell gehen Käfer rein und was ist drunten schon da? Und wenn drunter Verjüngung ist, darf auch ein Alter sterben und umgebracht werden durch den Sturm. Aber die Kinder sind, die Enkel sind schon da. Und hier kommt jetzt eben, weil nichts da war, und das Gras so schnell kommt, interpretiere ich, haben wir hier große Pflanzen geholt. So wird der Heister, tolles Wort, das ist der Förster, große Pflanzen, hat ihn gut eingewurzelt. Der Förster wird es genauso machen, hat den Schutz verpasst, so eine Manschette im Grund, damit eben die Rehe, wenn ich reingehe und was ich mit meinem Hund durchgehen zu fotografieren, wollte der gleich abhauen, weil natürlich darf die Rehe in der Fläche drin sind. Obwohl neben da die Leute liefen, die Radfahrer durchgehen, das ist ein neues Paradies für Rehe. Und ist auch nicht. Die Beschreibung brauche ich nicht vor, sondern damals in der Gestalt beschrieben war, das glauben Sie mir, da war wenig da. Und dieses Altersklassenverhältnis, wo wir Förster auch immer so ein bisschen gucken, nicht wir Förster, nur der Waldbesitzer guckt drauf, der möchte wissen, was bringt ihm da die Knete und wo muss er Geld einstecken. Wenn ich hier schaue, diese berühmten, das war schon so richtig bekannten alten Kanäle, das ist die erste Altersklasse oder erste Altersstufe, bis 20 Jahre ist hier alles in der Größenordnung, dann kommen die 20- bis 40-Jährigen, dann kommen die 60- bis 60-Jährigen und die Althölzer, die eigentlich ähnlich sein müssen, ähnlich hohe Balken haben, sind ja ganz flach unten. Warum? Weil hier die Effiebe, die Franzosen, Ehehiebe und die Käfer genascht haben. Also ist alles verschoben nach da und dieser Betrieb schiebt jetzt im Grunde ein Arbeitsbuckel vor sich her, da muss was gepflegt eigentlich werden. Man pflegt, kann auch nicht pflegen, da gibt es ja irgendeine Dickung, die immer dichter wird, bis sie wieder umfliegt. Wenn man pflegt, kostet das Geld, aber es kostet Geld. Also das schießt jetzt so durch und wir hoffen jetzt, guter Dinge, ich habe die heutige nicht eingeblendet, dass der Stand von meinem Geburtsjahr mittlerweile geholt ist und diese ganzen Krisenbestände auch hochfährst, ins Geld reinwachsen, dass sich zumindest lohnt, Holz zu gewinnen. So, heute sieht es eben so aus, dass die Farben kommen nicht gut raus, sehe ich gerade. Dieser Dreier, der ist umgeben von dem ehemaligen Effib. Und die zwei und mittendrin müsste eigentlich grün oder etwas sein, violett sein. Aber lieber nicht von solchen Försterzeug verwirren lassen, wenn sie in die Ferne hochgehen und diese Bilder sehen, die ich gezeigt habe, oder das Gesamtbild angucken, könnte man schön wieder interpretieren. Der Hochförster nochmal aus heutiger Sicht, bitte nicht vertiefen. Heute das Bild wirken lassen. Oh, ich bin Effi, entsetzlich, schrecklich, nö. So sieht ein Wald aus. Er hat mir gesagt, er kann leider nicht kommen heute Abend, aber er hat mir gestanden, dass er den Effi, den er kennt, gar nicht wusste, wann ist und nachher gemerkt hat, so schlimm ist das auch heutige Sicht gar nicht so schlimm. Was nicht heißt, dass es damals schlimm war. Die Fähren, die raus, alles schick. Die Bäume kommen von allein, die Fichten kommen von allein. Was sonst dazu kommt, ist nach der Frage. Und allein fliegt die Tanda nur dann an, wenn genug da sind. Und die Rehe nicht drauf sind. Und das Ganze noch unten in dieser Parade der Eichen sind das übrigens, in dem Fall waren Roteichen. Kann man sagen, gut, sieht auf jeden Fall optisch dann sehr schön aus. Die heimische Eiche, der da oben etwas immer noch nicht richtig. Zum Glück möchte ich sagen, machbar wäre es. Die wächst auch da oben, aber halt so langsam,
dass dann das Gras schneller wächst und die Rehe, die Hirsche und der Frost kommt. Da haben wir ja kanadischen mit einer Roteiche probiert, wobei da eine Grenze ist, das wissen wir alle, FSD, Zertifizierung gibt es da, dass man nicht wild einfach jetzt Thujas und das haben wir alles Angebot, Zedern. Zedern kann euch empfehlen, dass die Zeder probiert wird. Ich habe in Algerien die Zeder erlebt, der Wiesenbaum, der da in den Hochlagen des Atlas da noch ist. Oder in Südfrankreich am Mont Ventoux, wer den kennt, da ist es wunderbare Zedernwälder. Aber als Modell für uns geht es mir noch hart an, das zu akzeptieren. Aber wenn man wirtschaftlich arbeiten wollte, wenn eben ein Betrieb Geld verdienen will, dann muss man sich wirklich überlegen, macht es da gerade das alle glücklich sehen, ich als Waldbesitzer, mein Wald, nur damit alle sich freuen, mache ich da so eine Naturwaldzelle draus, mache nichts mehr, zahle nichts mehr, oder möchte ich da mein Einkommen erzielen? Das ist die Grundfrage gesteht, und wenn man den entschädigt dafür, die Gesellschaft bereit ist, dem, der es will, das zu machen, dann kann man diskutieren. Aber der Dialog, den möchte ich da auch nicht anbieten. Das wäre eine Diskussion für sich. Ein anderes großes, und dann komme ich so langsam, ich glaube, in einer Stunde habe ich schon gesprochen, deshalb komme ich jetzt gegen Ende, aufs Ende schon zu. Ich habe noch einen zweiten Hieb, den ich gerne zum Greifen vorstellen wollte, im Raum Hinterzarten, der mir sehr am Herzen liegt und wo ich morgen Abend noch zur Jagd hinfahre. Wir treffen uns hier und da wieder den Rehen und den Gänsen, die es gibt. Also nicht auszurotten, weil wir keine Sorge haben, wo es genug Tannen gibt, hier da oben. Da fühlt sich aus Reh wohl, da wird nichts ausgerottet. Da am Rinken oben, hier ist der Rinken. Das ist der Rufenkopf und die Rufenhütte, der Rufendobel. Hier stand früher der Rufenhof, der diese Staffel gesehen hat, die der Schwarzwald erfunden wurde. Jetzt da kommt dieser Rufenhof mit meiner Person übrigens. Da schwingt einer so ein Nebelfass hinter mir her. Sehr mystisch alles, da laufe ich rum und erkläre, wie das passiert ist. Und hier auf dem Rufenkopf, auch einer der Punkte, wo immer Hotspot war, da ist die ganze gelbe Flanke Richtung Jägerheim. Ist ein Riesen-Elfhieb, ein Franzosen-Hieb. Und den würde ich noch mit ein paar Bildern versuchen zu erleuchten. Übrigens, Elfhiebe sind mal in Hellgelb. Das ist der, den ich vorher schon mal ganz kurz angedeutet habe, beim Rhein-Marktenhof, Richtung Felsen, der große. Und dann hier einer, und da noch 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 einer. Also damals war irgendwie 30, 40%, 30%, 35%, ein Drittel der Staatsfleischfläche war geräumt, war kahl und musste wieder unter Bestochen gebracht werden. Dieser mir sehr am Herzen liegende Hieb aussah, das ist jetzt nebendran, weil das Bild einfach so schön ist. Und dieser Förster, der da steht, schon eine schicke Uniform hat und da seine Tendefrauen, Kulturdamen betreut, hat also schon diese Vorstellung, die ist oft nur mit Gewehren da drauf sind, also später Gewehre, wie der Herr Förster noch wirklich der Traum aller Schwiegermütter war. Da gab es den Förster vom Silberwald, den Film, der hat die Leute vom Sitz gerissen damals. Da war der Förster noch jemand, ja, heute auch noch ein bisschen, aber nicht ganz so mehr. Und da ist eben diese Parade mit diesem Kopftuch da, wollte ich sagen, Corona oder was ich was hier, so sind die damals in den Wald gezogen, haben den Rücken geguckt und haben, jemand hat mal als die Trümmerfrauen des Waldes bezeichnet, ist was Wahres dran. Die haben sich hingegangen, haben dafür Geld dafür auch ein bisschen bekommen und haben ein bisschen Geld verdient ertragen. Und die Frauen, und diese Dame sogar namentlich bekannt, die hat sogar weitsichtig 1950 sogar schon Eichen gepflanzt. Bei uns waren es die Hände. Nicht weit davon, also zwei Drittel weiter, ist eben dieser Blick rüber, statt zum Haberfeld zu sein, ist aber eines der großen Gräser, die schon wieder da waren, auf dem Effi. Das ist jetzt Jägerheim, das ist Jägerheim hier, das war die linken Klausel, wo ist der Peter Ostert im Haus. Hier ist der linke, wo es runter ins Sastertal geht, wo das Holz auch schnell runter nach Freiburg kam. Hier oben ist dann der Schweizerwald, auch ein Waldplatz, da haben wir noch ganz wichtige Ecke immer noch. Und hier das Ding hat man kahl gemacht und da war der Sattler dabei, hat das mit Kreide damals mit Kalk abgefahren. Und da sieht man, das ist der Hieb hier, die Liste der Hiebe, hat man einfach reingeblendet, übertragen in die F-Hiebe zusammen. Ach, bin ich beeindruckt, es waren wirklich viele Flächen. Und dann sieht man mal, wie sowas dann aufgenommen wurde. Jetzt können die Französisch lesen können, sind König. Estimation Matière, Massenaufnahme, das kann man ein bisschen lernen. So, da ist noch ein kleines Wörterbuch, da habe ich noch das Ding mal kopiert gegen Deutsch-Französisch, damit die mit ihren Förstern kommunizieren konnten, war ja gar nicht schlecht, da habe ich recht viel daraus lernen können. Aber Wörter, die man heute nie mehr braucht, Massenaufnahme, wo dann Baum geknüppelt, nennt man das, mit so einem Kopf, mit so einem Gabelmaß, mit so einem Schieblehrer, der großen gemessen wurde, zugerufen, dann eine Liste gemacht. Und da habe ich mir mal ausgeguckt auf der Liste, die Bäume, die da standen, waren im Schnitt 35 Meter hoch. Also
Da stand wirklich, die Hälfte waren Tannen. Und den habe ich eben in Einbruchstand gehauen. Und dann ist er wert, nicht, wo nicht auch war, nicht, da oben, nicht glücken. E-Hieb, da weiß ich nicht mehr warum. Nummerbuch, Stammholz, Dienstbezirk, Hanselerhof, aufgenommen, Hitzzeit, 48, Abfuhrfest, von Altersbauer Bauer, Altersbauer Bauern wurde damals gehauen und abgefahren, bleibt wegen für die Franzosen und so weiter. Die Rechnung sah dann so aus, hat die auch nicht mehr eingeblendet. Die Rechnung kam dann eben an die Franzosen und die Rechnung war dann eben mit x Unterschriften. Ich komme dann nachher noch mit einem Dauter, ein Kolonel Meyer, auf den ich gleich nochmal kommen muss. Hier ein Bericht des Forstamtes an das Landesjagdamt in Freiburg. Liebe Leute, ihr müsst aufpassen, da oben wildert irgendjemand. Und das war ganz wild, fängisch gestellt worden. Und da oben hat es ja dann aus dem Dritten Reich noch die Gamsaussetzung gegeben, wo Hermann Göring mit dafür gesorgt hat, dass das kam. Und dass es wohl auch schon ein paar Gämsen gab, ist unbestritten, aber das war eigentlich eine Aktion, wo aus der Steiermark 16 Gämsen ausgesetzt wurden, die sich wunderbar vermehrt hatten. Und derzeit, als niemand jagen durfte und kaum jemand gewildert hat, kaum jemand, tatsächlich mal wunderbar vermehrt haben. Und da war dieser Kolonel Meyer, von dem ich gerne sprechen werde, da ist er nämlich, spielt er eine ganz wichtige Rolle. Das ist Konservateur Pierre Meyer rechts und der Forstbürger Max Meyer, den wir Förster das Grüne Liederbuch Karl Meister verdanken und öfters zusammen raus gesungen haben schon und die Noten noch kennen, die anderen gar nicht mehr kennen, die Jugend von heute. Aber gut, da zieht man mit. Das war dann tatsächlich dieser Mann, der Meyer und der Meyer waren damals schon befreundet und der Kolonel Meyer ist 1945 gleich direkt von der Front sozusagen mit den kommenden Soldaten als Chef. Er war Hauptmann, Oberst, Kolonel, eingesetzt worden und hat sich jetzt für die Sache dort alles lief bei ihm zusammen. Und als er dann 1950 das Besatzungsstatut aufgehoben wurde, dieses ganze Theater, Anführungszeichen, mit dem Leben rum war und wieder Bewirtschaftung möglich war, die Reparationsleistungen erbracht waren, dann war tatsächlich dieser Meyer, wurde dargestellt, wurde geehrt, gedankt ihm, dass er uns. Den Text habe ich aus dem Staatsautomatischen Archiv mir geholt in Freiburg, also ein Lob hinbekommen, dass er sehr korrekt war, sehr streng war, aber mit sich reden ließ, wenn es um waldbauliche Belange ging, der beide ein Forstmann war, also kein Militär, der nur so gedacht hat, sondern der Forstmann war. Und hat dann eben die Sache der Franzosen knallhart vertreten, so viel Holz muss her, aber die Artis gebracht wurde. Das hat ihm dann doch in den Kontakten sehr viel, also nicht am Anfang keine Sympathie, man konnte sich damals nicht umarmen sagen, sondern das war, die Franzosen haben Distanz gewahrt. Die Deutschen auch, weil sie manchmal sich gegrenzt haben. Das sind ja die, vor ein paar Monaten, nach ein paar Jahren haben wir die noch rumgetrieben und jetzt spielen die Herren da. Die waren schon schiefe Sachen weg. Das waren aber eine der Anfänge oder wichtigen Anfänge. Der Meyer hat es geschafft, dass die Forstleute ihn respektiert haben, ihn geachtet haben und deshalb ist sein Name heute noch unvergessen. Und ich habe selber jetzt mich mit dem Mann beschäftigt, nicht nur wegen der Gämsen, die er damals geschützt hat, weil das Ganze zur Chasse Reserve erklärt wurde, damit ich die Jagd gewildert, auch Bauernhöfe übrigens dann mitgenommen wurden von seinen Besatzungskollegen, die auch mal Gams hätten schießen wollen, ist die Hand draufgehalten worden. Er ahnte nicht, dass es später zum Forstproblem werden könnte. Und als wir dann 2009 die Franzosen dann jedes Jahr treffen, wo sich Förster aus der Schweiz, die leitenden Förster aus dem Elsass und aus Baden-Württemberg, hier aus der Südwestecke treffen, dann haben wir konkret an dem Tag dann einen Stein, einen Felsen enthüllt im Sastertal. Das Bild habe ich leider nicht mehr gefunden, das im nächsten Vortrag bringen, wo diesem Kolonel Meyer gedacht wird, dass er in schweren Zeiten zur Seite stand. Und als Dankeschön hat man dann tatsächlich 1964 eine wunderschöne, vorher schon die Gämsen, Teile Gämsen gefangen, hat die rüber die Vogesen transportiert, hat sie dort laufen lassen am Markstein, dort zusammen mit alpinen Gämsen sich paaren, also da gab es dann eine Blutauffrischung, da kam ein Schwung aus der Alpen, ein Schwung aus dem Schwarzwald und diese Population macht heute noch, wenn ich es salopp sage, die Vogesen unsicher und böse Stimmen im Förster sagen dann, die so immer mit dem Verbiss gleich so kritisch sind, das war die Rache für die Effiebe, dass wir denen die Gämse rübergebracht haben, aber das war wirklich nur im Scherz gemeint, damals war es eine Geste der Freundschaft von beiden Seiten, wurde absolut auch so verstanden. Und dieser Kolonel Meyer tatsächlich, wenn wir nächstes Jahr für die Exkursion machen, überlegen, wie wir die gestalten, der Wolf-Hauptmann, wir so mitmachen, wir haben da
kleinen Parcours vor, da spielt er auch eine Rolle. Und damit, uff. Ja, da, oh, das, jetzt fehlt leider das Bild. Das gerade fehlte. Wir haben eben diese ehemaligen Treffen gemacht. Das ist meine Jugendzeit, 20 Jahre, das ist 22 Jahre das her. Da haben wir dann tatsächlich die ehemaligen eingeladen und haben an der Rufenholzplatzhütte 50 symbolische Bäume, und zwar nicht Fichte in dem Fall, sondern Laubbäume, Mischbäume gepflanzt und haben die stehen lassen als Bäume, die heute noch stehen. Die haben sich alle prächtig entwickelt und um die Hütte, die ist mittlerweile ergänzt durch eine andere Worten, aber da stehen diese 50 Gedächtnisbäume. Und als wir vor 3 Jahren die Société Forestière de France durch Baden-Württemberg mit meiner Frau geführt haben für eine Woche, haben wir einen Schlusspunkt hier gesetzt an dieser Hütte und haben tatsächlich nochmal gedacht, was da alles passiert ist, wie die Coupe Française, was diese Rolle spielten, und stand da mit 40 oder 45 Franzosen den Bus voll und haben nochmal gedacht, was war in diesem persönlichen Moment eigentlich, nicht weil ich drauf bin, möchte ich eigentlich den Vortrag schließen und Platz für Fragen oder Ergänzungen bieten und dann mal für die Aufmerksamkeit und die Geduld nochmal die halbe Stunde, die zu spät kam, dass ich jetzt nicht zu bestraft werden, dass ich nicht mehr